Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Er ist uns aus Wien zugeschaltet. Dort ist er der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, Missio in Österreich. Immer wieder betonen wir, es sind ja 4 päpstliche Missionswerke, die da in Missio vereinigt sind. Aber darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und er ist Professor an der Hochschule Benedikt XVI. Am Stift Heiligenkreuz. Dort kann man wunderbar Theologie studieren, da gibt es ganz viele Studentinnen und Studenten. Pater Karl, ich möchte zu einer ersten Frage hinführen mit einer Bibelstelle. Die ist dir vertraut, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich auch vertraut, aber vielleicht nicht allen, aber die ist die Grundlage für diese Sendung und vor allem auch die ersten Fragen. Der Engel Gabriel wird zur Jungfrau Maria nach Nazareth gesandt und sagt zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Diese Bibelstelle aus dem Evangelium dann als Hinführung zur ersten Frage. Sehr geehrte Herren Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, meine Frage: Woher weiß man, was der Engel bei der Verkündigung zu Maria sagte und was sie geantwortet hat? Mit freundlichen Grüßen, ... Ja, vielleicht darf ich da ein etwas Humorvolles erzählen, ja, weil die Bibelwissenschaftler ja über die Entstehung jetzt der Evangelien sehr, sehr viele Theorien gemacht haben. Und es gibt eben die immer noch, glaube ich, gängige sogenannte Logienquelle, also wo einfach Worte, Logoi, jetzt eben gesammelt worden sind oder herumgeschwirrt worden sind, die dann zusammengestellt worden sind. Und ich habe die Prüfung einmal von einem Studenten gehört, da hat der Professor gesagt, ja, also was ist denn die Logienquelle? Und dann hat der Student gesagt, naja, die Logienquelle, das ist die Mutter Gottes, ja, weil die hat die Sachen dann jetzt eben erzählt, die nur sie wissen konnte. Also es kann nur die Mutter Gottes gewesen sein. Ja, also es war ja sonst niemand dabei. Ja, also es kann nur die Mutter Gottes gewesen sein. Der Evangelist Lukas hat eine besondere Beziehung zu ihr. Er stellt sie auch in den Mittelpunkt seines Evangeliums, der Kindheitserzählung, während der Evangelist Matthäus ja den heiligen Josef dort in den Mittelpunkt jetzt eben stellt. Aber es muss einfach auch Überlieferungen gegeben haben, wenn man das jetzt eben geschichtlich ernst nimmt. Die Mutter Gottes hat ja eben Pfingsten miterlebt und sie ist dann nach der Überlieferung entweder in Jerusalem oder in Ephesus jetzt eben gestorben und in den Himmel gegangen. Also es kann nur die Mutter Gottes gewesen sein. Ich kann nichts anderes antworten. Ja, woher sollte man es sonst wissen? Grüß Gott, sehr geehrte Hochwürden, Pater Wallner und Pfarrer Rimmel. Ich verfolge sehr oft und mit großer Freude Ihre Sendung Stunde der Seelsorge. Da ich wohl unzählige Fragen habe, beschränke ich mich auf eine Bitte. Wäre es nicht angebracht, beim Gegrüßet seist du Maria statt unter den Frauen zu beten, unter allen Frauen? ... Bist gebenedeit unter den Frauen. Ich müsste jetzt im griechischen Text nachschauen, das habe ich in Heiligenkreuz liegen, mein griechisches Neues Testament, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist wörtlich übersetzt, ja, unter den Frauen, aber es sind ja alle Frauen gemeint. Also ich sehe da nicht kein großes Problem. Man muss immer aufpassen, ja. Eine Übersetzung ist nie eben jetzt, wie soll ich sagen, hundertprozentig gültig und man könnte immer alles ein bisschen besser machen und anders machen. Bei Änderungen gerade von Gebetstexten, ja, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe jahrzehntelang, habe ich das Gebet zum Erzengel Michael, die in die Mittagsmesse schauen, wissen ja, dass wir das immer am Ende der Mittagsmesse beten. Und ich habe es jahrzehntelang
Ja, seit meinem Ordenseintritt habe ich es immer unter einem anderen Text gebetet, ja, meistens auch Latein. Und ich habe diesen deutschen Text so drinnen, und jetzt haben wir aber den Text genommen, der im Osservatore Romano veröffentlicht war, also der offizielle Text. Papst Franziskus hat es empfohlen, diesen kleinen Exorzismus jetzt eben oft zu beten. Und ich schaffe es nicht, ja, mir diesen neuen Text zu merken. Ja. Und das ist jetzt schon 3 Jahre, wo wir das bei der Mittagsmesse machen. Ich muss immer den Text nehmen, weil ich mich immer verspreche, ja, weil es eben immer anders jetzt eben klingt. Also solche Übersetzungsanliegen, Respekt, ich müsste nachschauen, ich kann es nicht sagen. Es ist aber ganz eindeutig gemeint, dass Maria eben eine, wie soll ich sagen, herausgehoben ist aus allen Frauen. Ja. Man spricht auch vom Privileg, das Maria hat, ja, aber eben ganz wichtig auch mit dem Zweiten Vatikanum, alles, was Maria im Speziellen gegeben ist, das ist zugleich eben jetzt im allgemeinen anderen Sinn auch uns gegeben. Also die Gottesmutterschaft, dass sie gesegnet ist unter den Frauen, weil sie bewahrt vor der Erbsünde ist, weil sie Gottesmutterschaft ist, das ist bei ihr wie bei einem Stempel, das ist bei etwas Einmaliges, aber es verallmaligt sich auch in uns allen eben jetzt, weil zum Beispiel bei der Gottesmutterschaft, du bist ja auch berufen, Jesus in dir zu tragen und ihn in die Welt zu bringen. Ja, das ist eine Form eben jetzt von Mutterschaft, vom Gebären Christus in diese Welt hinein. So zumindest führt es dann das Zweite Vatikanum im 8. Kapitel der Kirchenkonstitution jetzt eben aus. Ja, also noch einmal, die besondere Stellung Mariens ist, glaube ich, auch mit dieser Übersetzung ganz eindeutig gewahrt. Gut, dass du auf das Thema Übersetzungen gekommen bist. Wir werden ja oft gefragt, welche Bibelübersetzung wir empfehlen. Ich empfehle immer die neueste Einheitsübersetzung. Warum? Aus pastoralen Gründen, weil diese Übersetzung auch in den liturgischen Texten verwendet wird. Und damit man einfach die Texte sich merkt, immer wieder hört und dann einprägt. Natürlich ist es eine Umstellung von einer anderen Übersetzung auf eine neue Übersetzung, aber aus pastoralen Gründen bitte die Einheitsübersetzung, weil diese Texte in der Liturgie verwendet werden. Genau. Also es ist immer so ein bisschen Streiten um des Kaisers Bart, nicht? Also als Theologe kannst du immer zu allem sehr viel sagen und du kannst alles problematisieren, aber es ist auch ein Geschenk, dass wir eine Einheitsübersetzung haben. Ich habe natürlich auch einen Professor gehabt, der hat gesagt, Einheitsübersetzung müsste man mit Z schreiben, ja, also zum Einheizen. Aber es ist wirklich auch ein Geschenk, dass wir etwas haben, wo wir das gemeinsam jetzt eben ausdrücken können. Und wenn du dich ein bisschen, wenn du jetzt Theologe bist, Theologin und dich ein bisschen näher, dann kannst du ja da variieren. Aber wie du sagst, ich bin genau dieser Meinung wie du, Thomas, für die Verkündigung, für meine Vorträge, ich nehme immer die Formen der Einheitsübersetzung. Ich kann es ja dann in Kommentaren dazu sagen, was nicht so ganz stimmt oder was erklärungswürdig ist. Aber es ist ein Geschenk, dass wir so etwas haben, einen gemeinsamen Bibeltext für den deutschen Sprachraum, den die Konfessionen übergreifend jetzt eben verwenden können und meines Erachtens auch sollen. Es ist etwas Wunderbares, dass wir so etwas haben. Das ist wirklich ein Geschenk. Also deshalb, alle Kritik, die man sagen könnte, ist untergeordnet eben diesem positiven Aspekt, dass es eine deutsche Einheitsübersetzung gibt. Ich habe zu Beginn einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen. Da hieß es, da sagt der Engel Gabriel zu Maria über Jesus, den sie gebären wird. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Es geht jetzt im Nachfolgenden um dieses Geschlecht Davids. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, beginnt der Stammbaum Jesu so. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids. Vers 16 lautet dann so im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Insgesamt ist, glaube ich, 17 Mal im Neuen Testament die Rede von Jesus als dem Nachkomme Davids. Und jetzt zu einer Zuschrift. Sehr geehrte Herren, Pfarrer Dr. Rimmen und Professor Pater Dr. Wallner. Hast schon viele Titel, Pater Karl. Es wird immer hervorgehoben. Kein Wunder, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer immer schreiben, ich soll das kürzer machen. Hättest du nur weniger studiert. Es wird immer hervorgehoben, dass der heilige Josef aus dem Hause und Stamme Davids war
und die Abstammung Jesu dadurch auch aus dem Hause Davids kam. Nie oder kaum einmal wird gesagt, dass auch Maria aus dem Haus Davids war und Jesu Abstammung dadurch bestimmt war. Meines Erachtens wurde der heilige Josef erwählt, damit er Maria ebenbürtig war. Oder irre ich mich? Mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Also Jesus ja, aus dem Haus, aus dem Stamme Davids und Maria. Ja, das bringt uns schon zu einem sehr spannenden Thema, nicht? Weil die Verbindung zwischen Maria und Josef war für die frühe Kirche, wie soll ich sagen, also interpretationsbedürftig, weil man hat normalerweise nie stämmeübergreifend geheiratet. Wenn man das Lukas-Evangelium ernst nimmt, dann stammt Maria nicht aus dem Haus Davids, sondern sie stammt aus dem Haus Levi, aus dem Priestergeschlecht. Sie hat eine Verwandte, nämlich die Elisabeth, die ist mit Zacharias verheiratet und da wird sogar die Klasse Abia angegeben, also welcher Unterklasse dieses levitischen Geschlechts dieser Zacharias angehört. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit nach dem Lukas-Evangelium, dass Maria levitischer Herkunft ist, also aus dem Priestergeschlecht, ja, und dass dem Leibe nach Jesus aus einer Frau aus dem Priestergeschlecht geboren ist, also die ist weit größer. Zugleich eben, Jesus war nie Priester. Ja, also ich war gerade in Jerusalem eben und unsere Führerin sagt uns dort immer genau, man sieht dort die Stiegen, über die Jesus, die sind noch erhalten, über die Jesus in den Tempel gehen musste, weil eben er kein Priester war. Und auch der Hebräerbrief sagt ausdrücklich, dass es keine Bedeutung hat, dass er aus levitischem Geschlecht jetzt eben wäre. Die davidische Herkunft ist für Matthäus ganz wichtig. Sie ist aber dort auch ganz klar so ausgeführt in diesem Stammbaum. Dort heißt es immer, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Und dann heißt, der zeugte Jakob. Ja, Jakob zeugte den Josef. Und dann heißt es, der mit Maria verlobt war, aus der Christus stammt. Also dann geht es nicht mit zeugte weiter, sondern dann kommt die Jungfräulichkeit ins Spiel. Also dieser Bruch eben jetzt, also gerade der Matthäus, der eben, dem so wichtig ist, weil er für eine judenchristliche Gemeinde schreibt, diesen Jesus als den neuen Mose auf dem Berg darzustellen, diesen Jesus als den Nachkommen Davids darzustellen, genau der macht in der Genealogie dann einen Bruch, ja, keine leibliche Zeugung, sondern eben, und dieser Josef, dieser Davidide, war mit Maria verheiratet, jetzt eben aus der Christus jetzt eben stammt. Also wenn diese Hochzeit jetzt zwischen Josef und Maria, die war dann auch schon ein Thema eben jetzt in der frühchristlichen Literatur. Das wird dann wunderbar geschildert im Jakobus-Evangelium, in einem der apokryphen Evangelien aus dem 2. Jahrhundert, wie dieser Josef da erwählt wird und so weiter. Das wird mirakulös erzählt. Wir wollen darüber nicht weiter spekulieren, weil die Theologie darauf keinen Wert gelegt hat. Ich weise aber darauf hin, dass wir Jesus unter zwei Haupttiteln verehren. Er ist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Also in ihm kommt das Priestertum zur Vollendung. Er ist zugleich die Abschaffung jedes Stammespriestertums. Das Priestertum, das er, als der sich selbst als Opfer darbringt, jetzt eben seiner Kirche einstiftet, ist nicht ein Stammespriestertum, wie wir es im levitischen Levi-Stamm jetzt eben verankert haben. Und zugleich eben jetzt vollendet er das Zweite, das Königliche. Und für beides eben jetzt, für die Priester und für die Könige, hatten wir im Alten Testament Salbungsriten. Beide sind durch Salbungsriten eingesetzt worden, die Priester und die Könige. Und der Titel, den Jesus Christus bekommt, ist der Titel Maschiach, Messias, das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Ja. Also in ihm vollendet sich beides, ja. Die königliche Linie, also das Herrschertum Gottes über die Welt, ist in ihm angetreten und daneben das Priesterliche, die Versöhnung Gottes mit der Welt, und zwar nicht durch die Darbringung von Opfern, die Priester dargebracht haben, sondern er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm, wie wir es auch in einer liturgischen Präfation jetzt eben haben. Aber dieses Thema, ja, levitische Maria, priesterliche Maria und davidischer Josef, also das ist in der Literatur wenig da und wie gesagt, der Hebräerbrief verbietet auch an einer Stelle, die mir jetzt spontan nicht einfällt, aber er verbietet auch also auf eine genealogische levitische Herkunft Jesu Christi sich zu berufen. Er ist Priester in einer anderen Weise, aber eben von Maria noch einmal, von der Sache her ist sie eher levitisch als davidisch. Du bist jetzt natürlich sehr ins Detail gegangen. Die Problematik, ich breche es mal noch mal einfacher runter, ist die,
Der heilige Josef ist der rechtliche Vater Jesu, aber nicht der leibliche Vater Jesu, weil ja genau. Maria vom Heiligen Geist überschattet worden ist. Dennoch schreibt zum Beispiel der Heilige, heißt im Römerbrief, ist da die Rede vom Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist, als Nachkomme Davids. Und daraus schließt man, weil ja Josef nicht der leibliche Vater ist, muss Maria auch aus dem Stamm Davids sein. Und wie du gesagt hast, in dem Protoevangelium nach Jakobus wird es ja auch so genannt. Aber eigentlich alles, wie entscheidend ist denn das ganze Thema? Naja, nachdem uns das Judentum ja entschwunden ist und wir deshalb auch die Heilige Messe nicht mehr verstehen, weil die Juden ja zum Beispiel den Menschen nicht eben als Leib und Seele kannten, sondern als Fleisch und Blut, Fleisch irdisch, Blut göttlich und so weiter, also ist es nicht so allzu relevant, würde ich sagen. Aber für die, die ein bisschen besser das eben wissen wollen, ist es ein sehr interessantes Thema. In der deutschen Theologie spielt so gut wie keine Rolle, muss man dazu sagen. Ja, aber dem Paulus muss ich noch einmal sagen, weil diese Römerbriefstelle in dem Fleisch nach Nachkomme Davids, also dem Fleisch nach Katasarka, das hat er auch im Galaterbrief eben gesagt, Katasarka heißt nur der irdischen Existenz nach, der menschlichen Existenz nach. Und da wurde Jesus ja vom Vater her eindeutig eben jetzt für einen Davididen gehalten. Ja. Deshalb müssen die auch nach Bethlehem gehen, um dort eben jetzt den Numerus zu erfüllen, die Volkszählung und so weiter und so fort. Aber Katasaka heißt jetzt eben nicht die Behauptung, er ist ja auch nicht eben jetzt dem Fleisch nach von Josef gezeugt worden, dass jetzt eben das ein Beweis dafür wäre, dass Maria davididisch sein müsste. Ja. Sondern da sagt der Paulus, ihn interessiert ja Jesus Katasaka dem Fleisch nach, also der irdische Jesus erschien, interessiert ihn nicht, er interessiert ihn nur Katapneuma, dem Geist, weil ihm ist er erschienen und deshalb ist er auch Apostel. Ja. Also das ist die Gegenüberstellung, die Paulus im Galaterbrief hat. Und wenn er dem Fleisch nach sagt, also dann meint er hier nicht eine Zeugungswirklichkeit, sondern dann meint er eine Wirklichkeit, die sich auf seinen Aposteldienst jetzt eben bezieht. Pater Karl, wir haben eine interessante Zuschrift, die eigentlich ganz einfach ist, aber in Wirklichkeit große theologische Fragen widerspiegelt. Und als Hinführung mal kurz zurück in die Kirchengeschichte, 325, das erste Reichskonzil von Nicäa. Dort wurde nochmal festgestellt, dass Jesus eben mit dem Vater im Himmel nicht nur wesensähnlich ist, sondern wesensgleich. Das Wesensähnliche war die Irrlehre des Arius. Übrigens, das Glaubensbekenntnis von Nicäa, nur als Information, das teilen die Orthodoxen, die Katholiken und die Protestanten. Dann kommt das Reichskonzil 381 von Konstantinopel, wo nochmal die Göttlichkeit des Heiligen Geistes festgestellt wurde. Und dann, und jetzt sind wir bei dieser Frage, kommt zum Reichskonzil 431 von Ephesus. Da ging es um die Frage, wenn Jesus wahrer Gott ist, welcher Titel kommt dann Maria zu, der Mutter des fleischgewordenen Gotteswortes? Ist sie Christusgebärin oder Gottesgebärin? Ganz einfach kommt diese Frage hier wieder so. Sehr geehrter Herr Pater Karl Wallner und Pfarrer Rimmel, Jesus ist Gott und wurde Mensch. Wie kann Maria die Mutter Gottes sein? Da müsste Maria Gott sein. Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Große theologische Fragen. Ich freue mich mal, dass wir solche Fragen überhaupt bekommen, ja, weil die meisten sagen einfach Gottesmutter und denken überhaupt nicht nach. Ja. Und das hat die Leute im damals am Beginn des 5. Jahrhunderts so beschäftigt. Da wird uns erzählt, dass sich in Ephesus nicht, also die Leute am Marktstand geprügelt haben, wenn die dort Paradeiser und Karotten verkauft haben, haben sie nur verkauft, weil jemand gesagt hat, Theotokos, ja, Gottesgebärerin, und die hat gesagt, Christotokos, dann haben sich die geprügelt um diese Ausdrücke, weil es wirklich eben weil man es verstehen muss, ja. Und das finde ich eben so erschütternd, dass wir vieles gar nicht verstanden haben und gar nicht reflektiert. Also das Thema ist, Christus ist der Gottheit nach, ja, wahrer Gott. Der Menschheit nach ist der wahre Mensch. Die Gottheit hat er vom Vater. Wir glauben nicht an drei Götter. Nicht Gott hat einen Sohn, sondern Gott ist einer. Und der Vater hat einen Sohn und ist mit dem Sohn eins im Heiligen Geist. Ja. Also ein Gott in drei Personen. Die zweite göttliche Person hat eine menschliche Natur angenommen. Und die Frage am Beginn des 5. Jahrhunderts war nicht die, ob, wenn man sagt, Maria ist Mutter Gottes, das hat nie wer geglaubt, dass das bedeutet, dass sie jetzt Gott geboren hat, die Gottheit aus sich hervorgebracht hat. Also wir haben keine Muttergöttin, die dann eine Gottheit hervorbringt. Also das hat nie jemand geglaubt. Die Frage war, ob die menschliche Natur, ja,
so verbunden ist mit der göttlichen Natur, der zweiten göttlichen Person, dass der, der da geboren wird, zugleich eben jetzt sein Gottsein, ja, wie soll ich das sagen, dass die ihn geboren hat, dann auch bezeichnet werden kann als Gottesgebärerin. Und da hat die Kirche gegen Nestorius gesagt, ja, Gottheit und Menschsein sind so innig miteinander verbunden, dass Maria nicht zwei Hälften geboren hat. Eine Frau gebiert nicht eine Natur, sondern eine Frau gebiert eine Person. Und diese Person, die sie geboren hat, das hat dann erst 20 Jahre später das Konzil von Chalcedon 451 theologisch präzisiert, diese eine Person, diese Hypostase, die eben Maria geboren hat, ist untrennbar zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Und deshalb kann man Maria nennen auch die Gottesgebärerin. Aber es heißt nicht, dass Jesus die Gottheit von Maria hat, sondern sie hat einfach den geboren, der eben vom Augenblick der Empfängnis an wahrer Gott und wahrer Mensch in einer untrennbaren Einheit ist. Kompliziert, ja, aber es ist so. Ja. Und Begriffe haben eben so eine Geschichte in sich und eine Aussagekraft, die eben sehr stark ist. Und wir dürfen Maria verehren als Gottesgebärerin, weil sie uns eben den ganzen Christus gebracht hat, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Sehr geehrter Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner, ich habe neulich auf EWTN-TV einen Bericht gesehen, in dem gesagt wurde, dass die heilige Mutter Gottes auch dreifaltig ist und dass man das heutzutage vergessen hat. Es waren Theologen aus Polen, sehr gläubig. Die selige Maria ist Tochter von Gott Vater, Mutter und Gott Sohn und Braut des Heiligen Geistes. Also den Satz nochmal. Die selige Maria ist Tochter von Gott Vater, Mutter von Gott Sohn und Braut des Heiligen Geistes. Dazu sagten sie, dass durch Gottes Liebe und Gnade die Mutter Gottes allmächtig sei wie Gott, Gott gleich. Stimmt das alles? Was sagen Sie theologisch, philosophisch dazu mit freundlichen Grüßen oder sollen die Leute einfach KTV anschauen? Also, lieber Thomas, ich schätze KTV sehr, ja. Ich schätze aber auch EWTN, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass dort so ein Vortrag gekommen ist. Das muss sich um ein Missverständnis jetzt eben handeln oder wenn das polnisch war, um eine falsche Übersetzung. Maria ist nicht dreifaltig, aber sie steht, so wie jeder Mensch, in einer spezifischen Beziehung zu jeder der drei göttlichen Personen. Und bei Maria wird das besonders deutlich und das ist überhaupt nichts Neues, dass Maria Tochter Gottes, des Vaters, des Schöpfers ist, weil sie Geschöpf ist und weil sie diese Geschöpflichkeit angenommen hat, im Unterschied zu Eva, dass sie Mutter des Sohnes Gottes ist, in einer besonderen Weise, dass aber auch wir alle, wie ich schon gesagt habe, Christus zur Welt bringen sollen, ihn in die Welt hinein gebären sollen, dass sie Braut des Heiligen Geistes ist, auch das ist alte Theologie, aber das heißt nicht, dass Maria dreifaltig ist, aber Maria steht zu jeder der göttlichen Personen in einer besonderen Beziehung als Tochter des Vaters, als Mutter des Sohnes, als Braut des Heiligen Geistes. Das ist ganz gute, spirituelle, korrekte Theologie, die uns auch hilft, uns selbst in unserer Relationalität, in unserer Beziehung jetzt zur Dreifaltigkeit zu sehen. Bitte, ich glaube, das war ein Übersetzungsfehler. Ja, also da, aber gut, dass nachgefragt wird, weil, also, so wie das jetzt gekommen ist, wäre es ein absoluter Blödsinn gewesen. Also es ist nicht so, dass KTV EWTN korrigiert, aber ein bisschen schon. Sehr geehrte Herren des Seelsorgeteams, hat es einen bestimmten Grund, weshalb so viele Marienfeste auf die Zeit Mitte September gelegt worden sind und auch in der Nähe das Fest der Kreuzerhöhung, eine Frau, die Maria sehr mag, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, die Feste sind der 8. September Maria Geburt, der 12. September Marie Namen, der 15. September Schmerzen Mariens. Pater Karl, gibt es einen Grund dafür? Es sind drei Marienfeste. Also der 8. September ist 9 Monate nach dem 8. Dezember, nicht, wo wir die unbefleckte Empfängnis Mariens feiern. 9 Monate später, am 8. September, ist die Geburt. Das Fest Maria Namen, weiß ich nicht, wie das dorthin gekommen ist. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist der 12. September, der für uns in Österreich sehr wichtig ist. Ja, das war doch die,
die Schlacht am Kahlberg, der Sieg über die Osmanen. Ja, aber das war schon vorher. Also das hat schon vorher gegeben, Maria Namen. Ja. Also das war schon vor. Ich glaube, man hat es dann im Anschluss an die Geburt Mariens gefeiert, ja, weil es ja dann eine Namensgebung auch für das Kind gibt im Jüdischen. Und dann hat man es auf diesen 12. September verlegt. Und das ist eben die Befreiung dann Wiens, aber das war schon damals. Also der 12. September war schon der Namenstag Mariens, wie Wien 1683 diese Befreiung erleben durfte. Und Maria Schmerzen ist einfach ein Konsekutivfest auf den 14. September, nicht? Also, weil der 14. September ist ein uraltes Fest, das Fest der Kreuzerhöhung. Und dann hat man gesagt, dann feiern wir am Tag danach jetzt eben, also die sich unter dem Kreuz mütterlich mit dem Leiden ihres Sohnes verbunden hat, des Opferlammes, das ihr eigener Sohn war, wie das Zweite Vatikanische Konzil es sehr schön formuliert. Aber es sind drei Marienfeste, das kommt mir nicht so aufregend viel vor. Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber es gibt in der Liturgie, Schatz, die Liturgie ist nicht geoffenbart. Darf ich das mal als Dogmatiker sagen? Ja. Also sie versucht zur Offenbarung zu übersetzen ins Gebet und in die Spiritualität und auch in Kalenderfeste. Aber es ist keine göttliche Offenbarung, die in dem Ganzen liegt. Und deshalb meine ich, dass das eher Zufälligkeiten sind. Was noch dazu kommt, dass Papst Pius X. hat 1913 den 15. September, also Schmerzen Mariens, als Oktavtag von Maria Geburt, 8. September, festgelegt. Und da sind wir jetzt bei den sieben Schmerzen Mariens. Dann haben wir noch eine Zuschrift. Also da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, auf die sieben Schmerzen, aber auf eine Zuschrift. Im Osten gibt es eine Ikone von der schmerzhaften Mutter Gottes. Man nennt sie dort die Erweicherin der bösen Herzen, mit freundlichen Grüßen. Und die Ikone ist dargestellt mit sieben Schwertern, die ihr Herz durchbohren. Eine interessante Parallele zu diesem Fest Maria Schmerzen, einfach als Anmerkung am Ende dieser Sendung. Ja. Die Ikone kenne ich nicht. Man hat ja auch das Fest der sieben Schmerzen Mariens und da sind ja ganze Orden auch, die diese Spiritualität übernommen haben. Wir haben übrigens auch eine Klostergründung 1988 gemacht im Ruhrgebiet in Essen. Das Kloster Stiepel in der Diözese Essen hat das Patrozinium der Schmerzen Mariens. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil jetzt eben Jesus ja selbst sagt, also wer mein Jünger sein will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Mutter Gottes, also meine Verbindung mit Maria ist immer, das ist sehr Freude, ja, und sie wird ja auch angesprochen vom Engel. Freu dich, Maria, du bist voll der Gnade. Und aber eben, dass Christus Verbundenheit immer auch bedeutet, aufs Kreuz gelegt zu werden. Und bei Maria ist es von Anfang an jetzt eben deutlich, die ärmliche Geburt in Bethlehem, dann diese Geschichten in der Kindheit Jesu, wo sie im Tempel dahin suchen und so weiter, bis unter das Kreuz, nicht? Also ich glaube, das ist wichtig, dass die Mutter Gottes uns auch lehrt, Leiden und Kreuz in der rechten Weise anzunehmen, weil wenn wir in unserem Christsein das ausblenden, dass wahre Liebe ja sich immer, immer im Leiden bewähren muss, das Herz nur dann wirklich Herz ist, wenn es auch im Schmerz bereit ist zu brennen, also dann würde uns etwas Wichtiges an unserem christlichen Glauben fehlen. Auch hier deutet Maria ein allgemeines Mysterium unseres christlichen Glaubens aus, durch ihre Teilnahme am Leiden Christi, durch die sieben Schmerzen, die sie erlitten hat. Pater Karl, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bitte dich wie immer um ein Gebet und um deinen Segen. Thomas, ich meine, dass das gegrüßet seist du Maria, das angebracht ist, weil wir über die Mutter Gottes gesprochen haben und wir ihre Fürbitte für uns, für die Kirche anrufen sollen und wollen. Es wird uns Kraft und Freude bringen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne euch, stärke euch und wenn ihr traurig seid, tröste euch. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, diese spannenden Zuschriften heute, wie immer. Bitte schreiben Sie uns, fassen Sie sich kurz, es ist mir wichtig. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Gottesgebärerin, Frieden für die ganze Welt.